So, heute mal zu einer Sonderausgabe der Ben Jerry Eis Rezension, und zwar draußen an der schönen Sonne. Tja, es ist nämlich unglaublich warm, und was passt da besser als ein schönes Eis? Und zwar auch, das ist besonders an der heutigen Sendung, eine vergriffene Sorte. Was heißt vergriffene? Es gibt sie nicht mehr als Pint. Oh my Apple Pie. Ich hatte mir eines der letzten Exemplare reserviert, die auf Lager waren an meiner Quelle, bei meinem Dealer. Und das teste ich jetzt noch, damit ihr wisst, was ihr nicht mehr haben könnt. Obwohl ihr es doch haben könnt, aber nur als Shorty und nicht mehr als Pint. Es wird auch heute eine recht kurze Rezension, weil es sehr warm ist. Und damit das Eis nicht wegschmilzt, muss ich das Ganze ein bisschen kurz fassen. Was haben wir denn hier? Oh my Apple Pie, typisch amerikanisch, sehen wir an der Flagge. Oh my Apple Pie, Apfelkuchen. Was ist drin? Apfelkuchen-Eiscreme mit Stücken von Apfel und Stücken von, ja, quasi schmackhaften Apfelkuchenrandstücken. Das ist hier also drin. Ich kann euch sagen, ich habe das Eis schon mal gegessen. Das ist in der Tat ganz gut. Besonders der Geschmack des Apfelkuchens, weil der eben in Amerika anders zubereitet wird als hier. Mit Nelken und Muskat. Ob jetzt hier auch Nelke drin ist, weiß ich nicht. Aber das Muskat ist auf jeden Fall drin. Was steht denn hier drauf, was drin ist? Als Zutaten können wir mal gucken. Rahm, Zucker, Wasser, eingedickte Milch, Apfelpüree, Apfelstücke, Weizenmehl, Soja und so weiter und so weiter. Da Muskatnussaroma und Zimt. Das ist das Wichtige dabei. Genau, Nelke gibt es auch, muss aber nicht sein. Hier ist es nicht drin, der Muskatnuss ist. Und ich sage euch, das ist das Ding, was diesen amerikanischen Apfelkuchen so besonders macht. Im Internet gibt es Rezepte dazu, da ist auch Muskat drin, und das ist echt großartig. So, ich lasse es kurz antauen, obwohl das obligatorische eine Hand öffnen kann ich ja noch machen. Das gehört ja immer bei meinen Rezensionen dazu, weil das immer so gut funktioniert. Ne? Ironie aus. Oh, hier riecht es aber lecker. Kocht jemand Mittag? Ach, das hätte ich jetzt auch gerne. Aber Eis oder Mittag? Dann nehme ich doch heute mal das Eis. So, ich kann es ja schon mal aufmachen. Wollen wir mal sehen, ob das wirklich wieder so oh Mais, wie es schon mal war. Wie gesagt, wenn ihr es noch irgendwo findet, als Pein sind das Restbestände. Von daher reserviert euch was. Ihr werdet es nicht mehr bekommen. Für die Bechersammler unter euch. Ich bin auch einer. So. Ah ja, das sieht schon mal schön. Da kommt schon mal schöne dicke Stückchen raus. Es bleibt spannend, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich werde jetzt mal das Eis antesten. Schon mal ein bisschen rumgestochert wegen der Konsistenz. Soweit in Ordnung. Den Deckel grundsätzlich nie vergessen. Das ist total wichtig. Und das Anschmelzen, ich kann es immer wieder betonen, ist elementarst. Ich könnte noch etwas mehr, aber probieren wir erstmal die Hauptzutat. Oh ja, lecker, gut. Mhm. Apfelstück direkt schon gehabt, also richtigen Apfel. Wir gucken mal, was hier draufsteht. Die haben nach einem originalen Apfelkuchenrezept gesucht, was quasi die Wurzeln der Amerikaner, der United States, ehrt. Und dann kombinieren sie das Ganze mit saftigen Äpfeln und dem perfekten Menge an Muskat, ja, und Fairtrade Zimt. Und das Ganze in eine reiche Crust. Crust ist diese quasi diese Grundteichform, das was quasi drumrum ist. Also das hier außen, das nennt man Crust bei amerikanischen Kuchen. Chunks for good measure, we think you capture. Sie glauben, sie haben es geschafft. Nimm dein Spoon und get a slice of the action. Das lasse ich mal so stehen, das Übersetzen klingt doof. Nimm eine Scheibe der Aktion. Machen wir. Okay, so, wie gesagt, da sieht man so ein Apfelstückchen hier. Hm. So, und jetzt wollen wir was von der Crust probieren. Hier die stückige Crust. Oh, ja, schön weich auch, wie so Brownies aus den anderen Sorten. Mhm. Oh ja, das sieht schon mal schön aus.
würde ich sagen. Lecker, bröckelig, Muskat, schön weich. Sieht soweit gut aus. Ich melde mich gleich nochmal wieder, spätestens wenn ich so aufgegessen habe, mit meiner Wertung. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, vom ersten Eindruck her und auch den ich schon hatte, ein leckeres Eis, kommt nicht an die besten ran, aber ist auf jeden Fall mal was anderes im Vergleich zu New York Cheesecake zum Beispiel, auch den ich persönlich gar nicht mal so toll finde, den ich aber auch nochmal rezensiere. Ja, bis gleich erstmal. Als kleines Intermezzo, Kamera sollte mal, ja, jetzt ist es scharf, wollte ich zeigen, dass hier reichhaltig Kuchen drin ist. Man sieht, es ist alles voll mit Kuchen und der ist lecker. Ich habe auch hier einmal so ein Stück präpariert, riesig groß auch und wirklich lecker. Wie gesagt, ich esse es auf und dann gleich zur Wertung melde ich mich wieder. Aber es ist alles voll mit Äpfeln und Kuchen, das ist schon mal schön. Bis gleich. So, leider ist es mal wieder soweit. Wieder ist ein Ben & Jerry von uns gegangen. Ein Becher. Meine Note, eine 2. Also ich kann grundsätzlich sagen, es ist ein sehr leckeres Eis. Das mit dem, die Idee ist klasse, mit den Apfelstücken und den Apfelkuchenteig da drin. Und eine 2, wie gesagt. Für die Leute, die jetzt meinen, dass es gut ist, das liegt an den Gründen, die ich gerade genannt habe. Vom Geschmack einfach sehr lecker und viel Kuchen drin, viele Stücke. Alles voll mit Kuchenstücken, eigentlich auch viele kleine Äpfelstücke, wobei die, finde ich, ein bisschen hätten größer sein können, was jetzt eine Einleitung zu den schlechteren Aspekten ist. 2 mit Tendenz nach 2 minus, aber keine 2 minus, sage ich mal so. Obwohl, nee, eigentlich doch eine glatte 2. Und was nicht so gut war, finde ich, und das sage ich, das heißt schon was, ich finde, es ist, ja, schwer zu glauben, aber es ist etwas zu süß. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und das ist vielleicht auch nicht unbedingt jedermanns Sache, trotzdem lecker. Und was, wie gesagt, die Apfelstücke hätten etwas größer sein können. Und was vielleicht noch etwas hätte anders sein können, der Teig, der ist hier richtig gebacken. Bei zum Beispiel Cookie Doo oder Blondie Brownie, da ist der Teig ja nicht richtig gebacken. Das ist ja quasi wirklich nur der gefrorene Teig ungebacken. Und ich finde, hier hätte der schon leicht gebacken sein sollen, aber noch ein bisschen weniger als er war, damit er so ein bisschen knatschiger, klatschiger, klebriger ist oder so. Dann wäre es perfekt gewesen und sicherlich auch eine 2+ drin gewesen. Aber so kann man sagen, gutes Eis holt ich euch gerne als Shorty. Es lohnt sich, es ist auf jeden Fall was ganz anderes und das ist sicherlich auch viel wert. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Eisrezension. Und ich kann schon nicht mehr warten, bis mal wieder neue Sorten kommen. Weil die aktuellen neuen habe ich ja schon alle. Und da muss mehr. Ich will mehr Sorten. Ben & Jerry, mehr. So, bis dahin. Ciao, ciao.